altes Handwerk neu entdeckt. Ein Metzgermeister aus Worms gibt dem Fleischerhandwerk neuen Schwung. Hier werden Steaks wie edle Schmuckstücke in Szene gesetzt. Ich glaube, der Beruf hat im Moment wirklich Zukunft, weil eben das Handwerk und das ehrliche Produkt wieder gefragt ist. Auch durch eines der ältesten deutschen Handwerke weht ein frischer Wind. In dieser Münchner Backstube kämpfen junge Meister gegen Massenware. Diese Wertschätzung gegenüber Brot ist halt irgendwie völlig dahin, weil es so verramscht ist, weil es so ein Massenprodukt geworden ist. Zwei junge Männer gründen ein Start-up und wollen nicht weniger als die Wurst neu erfinden. Mit fettarmen Zutaten und ganz viel Elan. In Hochzeiten machen wir so 100 Tonnen im Monat. Ob Metzger, Bäcker oder Tischler, immer mehr junge Menschen entdecken die neue Lust am Handwerk. In Worms steht die Hall of Beef. Und der Name ist Programm. Wie in einer Hall of Fame wird das Fleisch hier zum Star. Diese ausgefallene Inszenierung hat sich Metzgermeister Jürgen David ausgedacht. Für ihn ist Fleisch von höchster Qualität eine Kostbarkeit, die er seinen Kunden auch genauso präsentieren will. Seine Reifekammer gleicht einem Wellnessbereich. Ja, der Style-Faktor ist total wichtig. Also das Auge verkauft immer mit, ja, und Warendruck verkauft auch immer. Das ist beides wichtig und das versuchen wir auch auszuspielen. Rein theoretisch könnte man auch anstatt so eine schöne Salzwand, die hinterleuchtet ist, einfach ein paar Steine an die Decke hängen oder an die Wand irgendwelche Blöcke hinstellen. Würde aber nicht so cool aussehen. Die Metzgerei sieht aus wie eine edle Modeboutique. Industriestahl und schwere Holzelemente, alles um den Star, das Produkt Fleisch, hervorzuheben. Jürgen kommt aus einer Metzgereifamilie, hat den Betrieb vom Vater übernommen und wollte alles anders machen. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Metzger entdeckt, der hat sein Geschäft in Sydney. Und als ich diesen Laden gesehen habe, habe ich gedacht, jawohl, das ist die Zukunft, das strahlt einfach was komplett anderes aus. Ich komme aus einer Metzgerei, da waren die Fliesen braun, die Rollläden grün, das Haus war rosa gestrichen und das grüne Angebotsschild hat irgendwie an der Wand gehangen. Und ich habe da irgendwie so keinen Bock mehr drauf gehabt. Von Australien inspiriert hat Jürgen David zu Hause in Deutschland begonnen, alles anders zu machen. Angefangen bei der Fleischqualität. Seine 5 Wochen lang gereiften Rinderrücken bezieht er von Biobauern aus der Region. Und das nur von ausgesuchten speziellen Rassen. Auch das System der Cuts, also der Zuschnitte, übernimmt der Metzgermeister aus Übersee. Als einer der ersten in Deutschland schneidet Jürgen David Porterhouse, T-Bone, der Unterschied ist der kleinere Filetanteil, das Ribeye und das Roastbeef. Klingt einfach cooler als Ochsenrücken und Co. Also ich bin total dankbar für die Begriffe aus Amerika, ja? Weil uns das natürlich mehr Glanz gebracht hat für die einzelnen Produkte. Weil hätte ich jetzt gesagt, ein Ochsenkotelett mit einem langen Knochen, das hätte kein Schwein gekauft. Aber ein Tomahawk hört sich geil an, sieht auch geil aus mit dem großen Knochen da dran. Und dann hat das halt schon was Martialisches und wirkt halt auf dem Grill. Und die Jungs finden es cool, wenn sie zu fünft um so ein großes Stück Fleisch mit einem großen Knochen stehen. Ja? Handwerks- statt Systemoptimierung. Beim allgemeinen Preiskampf macht der 45-jährige Metzgermeister nicht mehr mit. Qualität kostet Geld. Und so gelang es ihm, das Image vom aussterbenden Metzger, der ums Überleben kämpft, abzuschütteln. Du wurdest ja fast eher bemitleidet, dass du Metzger warst oder verspottet. Und das hat sich mittlerweile zumindest bei den Fleischliebhabern gedreht, dass sie sagen, wenn du einen guten Job machst, dass sie dich loben. Und dass sie auch gern zu dir kommen und dass sie das auch abfeiern, dass sie jetzt das Steak bei dir gekauft haben. Und ich glaube schon, dass sehr viel auch mit Marketing zu tun hat. Das ist ein ganz elementares Geschäftsfeld von uns mittlerweile. Und da brauchst du das Gespür, wie viel kannst du zeigen. Wird es jetzt zu viel für die Kunden? Möchten sie auch mal ihre Ruhe? Aber ich glaube gerade, so blöd wie es klingt, Social Media, auch wenn ich nur wenige Follower habe, hat mir unheimlich viel gebracht. Denn auch im Fleischerhandwerk geht nichts mehr ohne Social Media. Wir sind in München.
In der Bäckerei Brotzeit kämpft ein 19-köpfiges Team aus Bäckermeistern, Gesellinnen und Gesellen mit Leib und Seele gegen Billigbrezen aus dem Supermarkt. Den Tiefkühlbackwaren aus der Fabrik haben die beiden Bäckermeister Manuel Grundei und Nico Scheller abgeschworen. Die Gründer setzen auf Bioqualität und Handwerkskunst. Vor allem in Bayern ist die Laugenbreze ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Produkt. In Bayern ist ja auch das Besondere eigentlich, dass ganze Betriebe, Bäckereien werden von Kunden an den Brezen gemessen. Also wenn die Breze nichts ist, dann kannst du den Rest auch vergessen. Ich meine, der Metzger wird wahrscheinlich nach der Weißwurst beurteilt und der Brauer nach dem Weißbier. Und ja, da muss halt alles passen bei der Brotzeit in der Früh. Und darum ist eigentlich für uns auch ganz besonders wichtig gewesen, dass wir sehr gute Brezen haben. Kaum ein Bäcker macht noch selber Brezen. Die kommen im Regelfall tiefgefroren aus der Fabrik und werden im Laden aufgebacken. Der Unterschied liegt vor allem in der Teigqualität. Selbstgemachter Bioteig verzichtet schon beim Korn auf Chemie und bei der Herstellung auf Konservierungsstoffe. Hier wird noch selbst gelaugt und auch gebacken wie früher. Wir backen die noch auf der Platte, also die Arbeit macht sich keiner mehr. Wir brauchen die direkte Hitze, wollen so kurz wie möglich backen, damit es so eine richtig schöne resche Kruste gibt. Tiefkühlbrezen werden auf Gittern im Heißluftofen aufgebacken. Die direkte Hitze der Steinplatte dagegen verleiht dem Teig Röstaromen. So wird die Breze außen knusprig, innen fluffig und sie trocknet nicht so schnell aus. Perfekte Breze. Auch den französischen Klassiker, das Croissant, haben die leidenschaftlichen Bäcker zur Chefsache erklärt. Denn hier grassiert ebenfalls das Tiefkühlproblem. Das Besondere ist eigentlich, viele wissen es gar nicht, aber Croissants selber machen ist eigentlich eine Besonderheit inzwischen. Die Arbeit macht sich fast keiner mehr. Und wir haben schon den Anspruch, das bestmöglich zu machen. Genau, also wir wickeln es dann auch wirklich mit der Hand. Ja? Auch gleichmäßig, dass es schön drei Wicklungen sind. Um beim Croissant richtig zu punkten, hatte das engagierte Bäckerteam extra einen französischen Meister zu Besuch. Von Hand gerollt, aus Bioteig mit Bio-Butter. Manuel und Nico wollen backen. Aufbacken kann schließlich auch jeder zu Hause. Also der meist zugekaufte Artikel in Bäckereien ist top. Platz 1 Breze, Platz 2 Croissant. Das heißt, das ist ein ganz normaler Standard, dass das aus Großproduktionen, meist im Ausland, automatisiert hergestellt wird, eingefroren. Da wird der Karton aufgerissen und in der Filiale einfach so aufs Blech gesetzt und gebacken. Dazu brauchst du natürlich technische Enzyme, viele Fertig- und Hilfsmittel, aber da ist keine Handarbeit mehr. Auf dem Brotmarkt herrscht ein Preiskampf. Doch die Bäcker von Brotzeit machen da nicht mit. Wir sind in Bremen, in der Möbelmanufaktur Would You Love. Klaas Stefes und Patrick Henschen haben ihre Bürojobs für eine Arbeit mit Ecken und Kanten aufgegeben. Die Männer bauen vor allem Tische. Meiner Meinung nach hat ein Tisch extrem Emotionen, ob es für die Familie ist oder eben abends, wenn man seine Freunde trifft. Und es hat eben eine unglaubliche Präsenz in dem Wohnraum. Und deswegen lieben wir das halt, dieses Möbelstück zu bauen. Sobald der Tisch da ist, wirkt der Wohnraum total vollständig. Man muss sich einfach die Ziele abstecken. Und wenn man sich Ziele absteckt und Ziele im Kopf hat, dann funktioniert das Ganze. Ein Gutshof von 1740, irgendwo auf dem Land. Ein idealer Ort, um nach altem, besonderem Holz zu suchen. Denn Firmengründer Klaas Stefes und sein Kollege Patrick Henschen bauen daraus Tische, die es nur einmal gibt. Moin, hi, ich bin Klaas. Patrick. Moin, hey, Patrick, freut mich. Wir suchen für ein Projekt altes Holz. Kannst du uns helfen? Habe ich vielleicht ein bisschen was. Ja? Perfekt. Können wir uns umgucken auf dem Hof? Natürlich. Ja, optimal. Sehr gut. Ob sie hier fündig werden? Es ist jedes Mal spannend, weil sie nie wissen, was sie erwartet. Guck mal hier. Der spießt sich auf hier, der Rechte. Ja, ich glaube auch. Aber der sieht ganz lecker aus.
Holz von der Stange kommt für die Puristen nicht in Frage. Vielmehr altes Holz, eines mit Kerben oder Macken. Denn das macht den Charme und Charakter des späteren Tisches aus. Die sehen perfekt aus. Lass sie mal rausziehen. Gib den auch mal um, bitte. Ja. Also die werden eine mega schöne Naturkante haben. Und gehören zu einem Stamm. Ja, das ist alte Eiche. Also vom Maserungsbild auf jeden Fall alte Eiche. Und sieht so aus, als wäre die schon ewig hier. Beziehungsweise ist auf jeden Fall schon gut abgetrocknet. Und ja, jetzt wollen wir die mal rausholen und gucken, ob wir damit was anfangen können. Ja, dann lass uns die mal einladen. Die beiden alten Eichenbohlen kosten die Holzfans rund 500 Euro. Daraus werden sie in den nächsten 6 Wochen einen riesigen Tisch bauen. Jetzt geht's ab in die Werkstatt. Jetzt kommt der Teil, der richtig Spaß macht. Spaß am Handwerk. Mit dieser Idee gründete Klaas 2016 als Quereinsteiger seine Möbelmanufaktur. Inzwischen ist das Team auf 6 Leute angewachsen. Das, was sie von der Konkurrenz abhebt, ist nicht nur ihre Liebe zum Handwerk, sondern auch das Wir-Gefühl, etwas gemeinsam mit den eigenen Händen zu erschaffen. Lass uns nicht ganz so viel hier wegnehmen. Ja. Lass uns einen Schnitt machen, sodass wir am Ende noch korrigieren können, ja, nicht, dass okay. Der Tisch zu schmal wird. Okay. Klaas hat sich vor der Gründung von einem alten Schreinermeister den Umgang mit den Maschinen und den Werkzeugen zeigen lassen. Patrick ist während seines Architekturstudiums dazugekommen. Zu Beginn waren die Tische nur ein Hobby, aus dem schnell mehr wurde. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe Veranstaltungskaufmann gelernt. Und das hat mir nicht unbedingt gelegen. Und dann habe ich mich umorientiert und bin ins Handwerk gegangen. Und nach 2 Jahren habe ich gemerkt, dass es körperlich doch alles ganz schön hart ist. Und dann kam eben Patrick dazu. Ja, genau. Ich habe Innenarchitektur studiert in Hamburg und während meines Studiums schon angefangen, bei Klaas mitzuarbeiten. Und habe mich dann auch so in den Möbelbau verliebt, dass ich gedacht habe, wir können das hier alles sehr gut verbinden. Also auch die Raumkonzepte und die ganzen Inneneinrichtungen. Und ja, seitdem bin ich dabei und mit Leidenschaft und Liebe dem Holz verfallen. Und dann kamen noch Koya und Lukas dazu. Koya und Lukas sind beide ausgelernte Tischler und verstärken uns hier ideal in der Werkstatt. Perfekt. Abitur, Ausbildung und Studium. Der klassische Weg, auch durch Druck und Fürsorge von Eltern und Familie. Doch schließlich hat sich bei beiden die Lust am Handwerk durchgesetzt. Bei mir war es, dass ich am Ende des Tages was sehen wollte und nicht immer nur Mails und Telefonate führen wollte, sondern eben am Ende des Tages sehen möchte, was ich geschaffen habe und was wir kreiert haben. Und das ist im Handwerk eben total gegeben. Und ich mag diesen rauen Ton in der Werkstatt. Also, dass es eben ein bisschen derber ist und ja, das macht eben Spaß mit dem Team, wie wir im Moment aufgestellt sind. Der Community-Gedanke ist Klaas und seinem Team so wichtig, dass die Männer sogar Workshops geben und interessierten Kunden das Tischlerhandwerk zeigen. Der riesige Tisch aus Eichenbohlen nimmt langsam Gestalt an. Jetzt einmal aufstellen, bitte. Jo. Mit dem Zugmesser glättet Klaas grob die Kanten. Ganz schön knorrig, das Teil. Du brauchst auf jeden Fall kein Fitnessstudio mehr. Trotz Schwitzen und Muskelkater vermissen die beiden ihre alten Bürojobs nicht. Die harte Arbeit macht zwar Schwielen an den Händen, aber bringt am Ende des Tages eine große Befriedigung. Patti, wir fangen bei dir an. Ja. Ja. Okay. Okay, ich bin drin. Warte. Ich bin drin. Der hier auch. Ja. Ja. Okay. Die schweren Bohlen werden verleimt und mit Schraubzwingen fixiert. Mit den Tischlergesellen Kolja und Lukas hat der Chef immer fachmännischen Beistand. Das Handwerk wird wieder sexy in Deutschland. Und der Nachwuchsbedarf ist groß. Hier geht nichts mehr. Oh, hier ist noch einiges. Ja, krass. Gehen wir hier noch andere. Es gibt rund 1 Million Handwerksbetriebe in Deutschland mit 5,62 Millionen Beschäftigten. 119.000 offene Stellen und jährlich 15.000 bis 20.000 unbesetzte Lehrstellen. So hat die Branche viel Potenzial. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es eine Zeit lang so war, dass jeder vom Handwerk abgerückt ist. Also gerade in den höheren Berufen
war ein Studium ja in den meisten Fällen sowieso Voraussetzung. Und dass sich mittlerweile bzw. seit ein paar Jahren echt so ein kleiner Trend entwickelt, dass die Leute ja versuchen, auch mit dem Handwerk eben noch wieder glücklich zu werden und ja, dass auch der Strom dahin wieder stärker wird. Ja. Klaas und Patrick sind mit ihrer Manufaktur sehr aktiv auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Für uns ist das enorm wichtig. Also das Käuferverhalten hat sich komplett geändert. Die Leute, die gehen nicht mehr spontan am Laden vorbei, sondern mittlerweile treffen eben viele uns als erstes bei Instagram, Facebook oder auf unserer Internetseite. Und deswegen ist da der Erstkontakt und dann kommen die zu uns im Laden. Und so haben die sich eben schon ein Bild von der Marke gemacht. Also für uns ist das nicht mehr, also wir können da nicht mehr drauf verzichten. Gleich wird es der Eichentafel so richtig heiß. Klaas muss das Teil brandveredeln. Deckenpfron bei Stuttgart. Bei Michael Ziegler und Manuel Stöffler dreht sich seit 5 Jahren alles um die Wurst. Die Freunde kennen sich seit ihrer Kindheit und arbeiteten beide als Wirtschaftsingenieure bei Daimler. Beim gemeinsamen Grillen hatten sie eine Idee, die ihr Leben von Grund auf verändern sollte. Ja, wir standen am Grill, so wie jetzt, und haben beobachtet, dass eine Wurst eigentlich echt lecker schmeckt, aber leider halt viel zu viel Fett hat. Also man merkt das ja auch, wenn man in die Wurst beißt, wie einem da Wasser und Fett sich im Mund verteilt. Manu war damals so ein bisschen Bodybuilding-mäßig unterwegs und hat immer nur das magere Fleisch mitgebracht, was halt nach nichts schmeckt. Und ich hatte diese knackige, vollmundige Bratwurst von meinem Onkel mit dabei. Und dann haben wir gesagt, das muss doch möglich sein, dass man den Geschmack einer guten Wurst mit den Nährwerten eines Putensteaks verbindet. Und sind dann in kurzer Hand in Omas Garage marschiert und haben mit Opas altem Fleischwolf dann einfach mal Würste gedreht, die man mit gutem Gewissen essen kann, sprich die keine Zusatzstoffe haben, viel Protein und wenig Fett. Und da haben wir gesagt, da wollen wir mal was ändern und haben die Wurstrevolution ausgerufen. Die Revolution nahm ihren Anfang in Omas Garage. Hi Oma, servus. Und da mit der Wurst machen und mir auch bringen. Mit allerlei gesunden Zutaten und viel Enthusiasmus legten die Freunde den Grundstein für ihr Start-up Grillido. Die Idee? Eine Bratwurst aus Fleisch und Gemüse. Nach dem Motto, weniger Fett, mehr Abwechslung. Also das könnte ich mir gut vorstellen in der Wurst. Wir haben heute ein bisschen eingekauft, haben Gemüse, Käse, verschiedenste Gewürze mitgebracht und natürlich bestes mageres Fleisch. Und jetzt drehen wir hier mal eine leckere Wurst. Zu Beginn ernteten die beiden Gründer viel Kritik. Bratwurst mit magerem Fleisch und ohne Zusatzstoffe, ganz zu schweigen von den Kosten der Zutaten. Unrentabel und ziemlich naiv, hieß es damals. Doch Manuel und Michael, die beide aus Metzgerfamilien stammen, ließen sich nicht beirren. Ja, das sind eigentlich zwei Seiten gewesen. Die eine, die sind gekommen und haben gesagt, seid ihr eigentlich verrückt, Spinat in der Wurst, das geht doch gar nicht. Denen wollten wir beweisen, dass das geht und dass das lecker schmeckt. Und auf der anderen Seite haben wir total viele Frauen gehabt, die gesagt haben, hey, ich mag eigentlich gar keine Bratwurst, die ist mir zu fett und mir schmeckt das nicht. Ja. Und denen haben wir jetzt eine leckere Wurst entwickelt, ja, mit Hähnchen, Spinat, Feta, eher so milde Varianten und da haben wir, glaube ich, die ein oder andere Frau glücklich gemacht mit den Würsteln. Manuel, du hast halt schon immer die beste Wurst. So experimentierten die beiden Quereinsteiger mit Zutaten, die ihnen selbst schmecken und gesund sind. Dann würde ich vorschlagen, wir machen noch Mozzarella mit rein. Guck mal, jetzt mal nur rein optisch, gell? Wollen wir jetzt der Dekopreis gewinnen oder wollen wir Wurst machen? Mageres Rindfleisch, Gemüse, Kräuter und Mozzarella. Alles Zutaten, die eigentlich in einer Bratwurst nichts verloren haben. Es gibt ja wie beim Bier auch ein Reinheitsgebot. Also es gibt gewisse Regeln, was in eine Wurst reinkommt. Und Spinat und Feta gehört da jetzt eigentlich nicht dazu. Also wir haben dann unser ganz eigenes Reinheitsgebot definiert, nämlich komplett auf Zusatzstoffe zu verzichten und den Geschmacksträger Fett eben mit diesem Gemüse, Käse, Gewürze zu ersetzen. Eine handelsübliche Bratwurst besteht vor allem aus fettem Schweinefleisch, Gewürzen, Zusatzstoffen und einem Antioxidationsmittel. Die beiden Macher wollen beweisen, dass es auch ohne Fett und Chemie geht.
hey, irgendwann sind wir an einem Punkt gelangt, da haben wir gesagt, wir können da jetzt was verändern. Wir können in diesem Fleisch- und Wurstmarkt, den es aktuell so gibt, wie wir den nicht möchten, haben wir die Möglichkeit, was zu verändern. Und das fühlt sich gut an. Und das gab auch die Motivation, dann zu sagen, ich gehe zum Daimler, zu meinem Chef und sage, hier, Kollege, Chef, hier ist die Kündigung. Der hat mich hier anguckt und gesagt, hä, wie machst du jetzt Wurst? Überleg dir das einmal. Ein paar Monate habe ich mir lang genug überlegt. Ich will was verändern, ich habe da Bock drauf. Und ja, das treibt an. Ja. Also das haben am Anfang wenige verstanden und viele belächelt. Wir sind aber den Weg konsequent gegangen und es hat nicht alles funktioniert, aber vieles. Und heute sind wir sehr stolz darauf, dass wir damals die Entscheidung so getroffen haben. So, ja. Ja, merci. Also jetzt vermengen wir das Ganze mal. Guck mal, das wird ein Wurstsalat. Manu, schmeiß an. Als Ingenieure bei Daimler haben die Freunde viel aufgegeben für ihren Traum von der gesunden Wurst. Anfangs tingelten sie über Weihnachtsmärkte und bauten einen Webshop auf. Doch dann kam der Erfolg. Die gesunden Würste fanden ihre Abnehmer. Gut, fertig. Das ist die Maschine von meinem Opa. Und der hat auch schon früher Wildwürste damit gemacht. Ja? Also die ist wahrscheinlich dreimal so alt wie mir. Ob nun Wurstbrät wie früher oder eine Mischung aus Fleisch und Gemüse wie von Manu und Michi. Am Ende muss das Brät immer in den Schafdarm. Der muss vorsichtig aufgezogen und mit einem Knoten versehen werden. Das erfordert Fingerspitzengefühl und handwerkliches Geschick. Ja, super. Das Wursten mit Opas alter Maschine wird zum echten Kraftakt. Michaels Onkel ist Metzgermeister und Manuels Opa hat als Jäger Wildwürste gemacht. Doch darüber hinaus haben die Freunde keine handwerklichen Erfahrungen als Metzger. Es ist halt schön zu sehen, was man dann aus den einzelnen Zutaten, wenn man das richtig verarbeitet, was dann nachher für ein leckeres Produkt rauskommt. Der Manu liebt es auch einfach, die Würste zu drehen. Das ist so sein das Hauptding. Das ist meine Stärke, da bin ich richtig gut drin im Wurstdrehen. Also ich bin in den Füller erdreht. Ja, ist schon beeindruckend. Alles schön gleich groß. Für Instagram. Yeah! Ja, Social Media spielt heute eine wichtige Rolle, weil man einfach die Geschichte rund ums Produkt dort emotional erzählen kann. Und natürlich wird die frische Wurst auch gleich in Omas Garage gegrillt und probiert. Halt's mir erstmal vor mit dem Wurstprogramm. Mal hier, Sausage. Ob die neue Kreation der beiden leidenschaftlichen Wurstmacher am Ende auch genießbar ist und ins Sortiment aufgenommen wird? Geil.